Hallo, mein Name ist Simon Recknagel, ich bin Fotograf in Mainz und wir befinden uns hier in der alten historischen Feuerwache in der Neubrunnenstraße 13. Hier wird meine Fotografieausstellung Feuerwache 2 stattfinden. So, und jetzt zeige ich euch ein bisschen was. Ja, hier befinden wir uns in der Fahrzeughalle. Hier waren bis vor kurzem noch zwei Einsatzfahrzeuge der Mainzer Freiwilligen Feuerwehr Stadt Mitte untergestellt und ich werde eine Reihe von Fotografien hier in dieser Fahrzeughalle und auch verschiedene Skulpturen zeigen. Diese Wache ist Mitte 19. Jahrhundert gebaut worden und besteht auch so in der Substanz noch. Und hier war in den letzten Jahrzehnten war die Freiwillige Feuerwehr. Ich habe die Wache am Barbarossaring, die Feuerwache 2 der Berufsfeuerwehr fotografiert und fast zwei Jahre die Wache und die Feuerwehrleute dort begleitet. Und herausgekommen ist eigentlich so das Kernstück meiner fotografischen Arbeit unter dem Titel Feuerwache 2. Das sind eben die Innenräume und sind die Porträts. Hier zwei Porträts von Vater, der schon bei der Feuerwehr arbeitete, und dem Sohn, der dann auch in die Feuerwehr eingetreten ist, sieht man hier. Dann als letzte Abteilung in diesem Gebäudetrakt Alarm, wo ich klassische Schwarz-Weiß-Bilder aus Einsätzen zeige. Ich glaube, ein Stück des Zermürbenden des Alltags in der Feuerwehr ist auch, dass vieles so alltäglich ist. Und dann plötzlich ertönt ein Gong, eine Durchsage, die Mannschaft wird alarmiert, springt in ihre Fahrzeuge und ist dann wirklich mit etwas konfrontiert, was sie noch gar nicht im Voraus berechnen können. Es kommt dann nur noch darauf an, das, was sie an Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben haben, dort situationsgerecht einzusetzen. Eine ganz spannende Geschichte. Die Vernissage meiner Ausstellung ist am Samstag, dem 15. März um 17 Uhr. Der Oberbürgermeister von Mainz wird die Ausstellung eröffnen und Eintritt ist frei. Die Ausstellung ist werktäglich von 17 bis 21 Uhr geöffnet, am Wochenende von 15 bis 20 Uhr. Ich freue mich auf euren Besuch.